Herzlich willkommen bei Fidelity zu einem weiteren Teil unserer Smart TV Kaufberatungsreihe über die 2023er Modelle. Heute geht es in erster Linie um die Firma Samsung. Samsung hat sich vom Massenhersteller inzwischen zu einer sehr diversifizierten Company entwickelt. Es gibt Produkte im Premium-Bereich, es gibt Produkte im Lifestyle-Bereich und wir wollen es heute mal unter die Lupe nehmen, ob was für euch dabei ist. Samsung hat nicht nur sehr viele Modelle, sondern auch unheimlich viele innovative Technologien. Ich möchte heute nicht ins Detail gehen, was die einzelnen Sachen genau bedeuten. Ich möchte euch lieber die Eigenschaften als solches der Geräte näher bringen. Wenn ihr Interesse an diesen Technologien habt, wie das genau funktioniert oder was genau dahinter steckt, dann kann ich euch nochmal auf unsere vorangegangenen Videos zum Thema Samsung verweisen, die wir in der Videobeschreibung verlinken werden. Und auch auf ein Pocket Guide, nennt sich das, den ich von Samsung zur Verfügung gestellt bekommen habe, den wir zum Download anbieten können, wo ihr die Sachen genau nachlesen könnt. Wenn ich das alles im Einzelnen nochmal erklären würde, wäre das auf jeden Fall zu viel für dieses Format. Zunächst möchte ich euch einmal durch die Baureihen führen und auch erklären, woran man relativ einfach die 2023er Modelle erkennt. Dabei stelle ich natürlich die Modellreihen in den Vordergrund, die wir auch im Sortiment führen. Samsung hat insgesamt einige Modellreihen mehr natürlich auch im Programm. Fangen wir mal mit der beliebten Samsung The Frame Serie an. Und zwar heißt der bei uns GQ. Dann kommt die Größe des Gerätes, in unserem Fall hier ein 43er, LS03B. Bis dahin ist es identisch von der Typenbezeichnung mit dem Vorjahresmodell. Und das G, das sagt aus, dass es ein 2023er Modell ist. Eigentlich bei den anderen Reihen, das sage ich gleich nochmal, würde hier ein C stehen. Ich interpretiere das so, dass Samsung damit zum Ausdruck bringt, dass es nur eine leichte Evolution der 2022er Modelle ist und deswegen kein eigener neuer Buchstabe dazugekommen ist. Wichtig ist grundsätzlich, dass die Geräte GQ oder GU heißen. Das steht für German QLED oder German UHD. Wenn die irgendwie anders heißen, QE oder sowas in der Richtung, dann sind das keine für Deutschland hergestellten Produkte, die dann deutlich abweichenden Funktionsumfang haben. Zum Beispiel nicht das Made for Germany Paket drin haben, auch zum Beispiel im Satellitenbereich kein Unicable können. Also unbedingt GQ oder GU darauf achten, dass das in der Typenbezeichnung steht und nicht so ähnlich. Als nächstes nehmen wir uns mal die QLED-Geräte vor. Hier habe ich ein GQ50QN93C. Die beiden Buchstaben dahinter sind dann nicht mehr so wichtig. Die 50 steht an der Stelle für die Zollgröße des Fernsehers und die 93 ist die Modellreihe. Und das ist auch mal kompliziert, denn hier steht QN90C und auf dem Typenschild steht QN93C. Das hängt damit zusammen, dass Samsung für verschiedene Vertriebsorganisationen unterschiedliche Modelle anbietet. Die Basisversion ist der QN90C und die Fachhandelsexklusivversion für die Euronics, zu der wir gehören, heißt dann 93C, die Baureihe. Und für andere Organisationen, wie zum Beispiel Expert oder Elektronikpartner, gibt es noch andere Baureihen, 92, 94, die dann ähnlich dem 93er sind. Bei dem 90er zu dem 93er gibt es allerdings Abweichungen. Da ist zum Beispiel eine zweite Fernbedienung dabei, eine bessere Soundausstattung. Hier versuche ich auch in der Videobeschreibung noch entsprechende Informationen zu hinterlegen für die Unterschiede zwischen den entsprechenden Exklusivbaureihen und der Standardbaureihe. Das QN in der Typenbezeichnung sagt aus, dass es ein Neo-QLED ist. Neo-QLED bedeutet, dass das Gerät eine Mini-LED-Rückbeleuchtung, also ein Mini-LED-Backlight hat. Wenn da kein N steht, also wenn das nur ein Q ist, dann ist es ein in Anführungsstrichen
normaler QLED mit entsprechend Standard-Hintergrundbeleuchtung, so wie man es früher hatte. Viele Neuerungen hat es dieses Jahr in der OLED-Serie oder in den OLED-Serien, muss man jetzt sagen, von Samsung gegeben. Hier habe ich ein GQ55S95C. Da haben wir gleich mehrere Informationen verschlüsselt. GQ steht für Made for Germany Gerät, 55 ist die Zollgröße, S steht bei Samsung aus welchen Gründen auch immer für OLED und 95 ist die Baureihe und das C steht für 2023er Modell. Letztes Jahr gab es nur eine OLED-Baureihe und die gab es auch nur in 55 und 65 Zoll. Dieses Jahr gibt es mehrere OLED-Baureihen, die sich auch signifikant unterscheiden und die gibt es in 55, 65 und 77 Zoll. Auf ein paar Besonderheiten der Modellreihen gehe ich nachher noch mal etwas genauer ein, aber hier sei jetzt noch erwähnt, ein Highlight der Samsung-Produktfamilie seit einigen Jahren ist natürlich auch das Thema 8K. Da gibt es ja eine Baureihe 900, eine Baureihe 800 und auch eine Baureihe 700. Die gibt es in verschiedenen Größen und die Baureihe, mit der wir uns hier beschäftigen, heißt dann zum Beispiel GQ, dann die Zollgröße, meinetwegen 85 und dann QN900, also 900C. Das ist die absolute Spitzenbaureihe im 8K, dieses Jahr mit einem leichten Designwandel von einem silbernen Rahmen zu einem, sagen wir mal, nahe schwarz anthrazitfarbenen Rahmen, aber weiterhin dieses tolle Infinity-Design und entsprechend auch eine externe Connection-Box, die sogenannte One-Connect-Box, ist hier auch wieder im Lieferumfang. Ich möchte euch hier einmal exemplarisch zeigen anhand einer Seite aus dem Dokument, was wir zum Download zur Verfügung gestellt haben, was ich hier auf dem Bildschirm aufgerufen habe, wie ihr euch das vorstellen könnt mit den Serien. Wir haben hier im 4K-Bereich die Q60-Serie, dann steht hier, in welchen Zollgrößen es sie gibt, 43, 50 und so weiter und welche Ausstattung das Gerät hat. Dann haben wir als nächstes die Q70-Serie. Und wir haben hier QN, das ist das, was ich vorhin erklärt hatte, das ist Neo-QLED, das ist ein Gerät, das günstigste Gerät mit LED-Backlight. Und weiter geht es dann mit der QN90-Serie, wo wir dann die 93er-Serie im Sortiment haben. Anhand dieser Übersichten könnt ihr euch dann genau die Ausstattungsmerkmale raussuchen, die für euch interessant sind. Von den Modellreihen der Samsung-Produkte kommen wir gleich nahtlos eigentlich schon zu den Besonderheiten des Herstellers. Und zwar hat das auch mit den Modellreihen zu tun. Ich kenne keinen Hersteller, der so ein breit gefächertes Sortiment hat. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Premium, Lifestyle, Standard und so weiter. Was versteht man unter Lifestyle? Also unter Lifestyle kann man zum Beispiel auch verstehen den The Freestyle. Das ist ein mobiler Projektor, der sich an die Gegebenheiten anpassen kann, ohne viel Einstellung, was ein sehr besonderes Produkt ist in meinen Augen. Wir haben hier Outdoor-Fernseher in 55, 65, 75 Zoll im Sortiment, die besonders eben halt witterungsbeständig sind, die besonders hell sind, dass man bei Tageslicht schauen kann. Man hat die Ultrakurzdistanz-Projektoren, die sich wie ein Großbild Fernseher verhalten, man nennt es ja auch Laser-TV. Alle Geräte aus dem Lifestyle-Sortiment haben natürlich auch die bekannte Samsung-Benutzeroberfläche. Hier nochmal einige Modelle im Lifestyle-Bereich, die schon etwas länger bekannt sind. Wir haben hier den The Zero, das ist dieser Instagram-Fernseher, der sich horizontal und vertikal drehen kann. Hier haben wir die The Frame-Modelle und der Serif ist ja dieser Design-Standfernseher, also da ist wirklich auch für die Leute, die was Besonderes suchen, immer was zu finden. Ziel dieses Videos ist ja herauszufinden, ob und wenn ja, für wen diese Samsung-TV-Geräte interessant sind und welches Modell man vielleicht in Betracht ziehen sollte. Wir haben jetzt schon sehr viel über die Lifestyle-Produkte gesprochen. Ich stehe jetzt mal hier vor einem Samsung The Frame. Für die Leute, die das Gerät nicht näher kennen, sei gezeigt, dass hier ja jetzt so ein Dekorrahmen rübergeklippt ist, um diesen Bildcharakter
zu unterstreichen. Die gehören nicht zum Lieferumfang der Geräte, sondern sind als Sonderzubehör in verschiedenen Farben für die verschiedenen Größen erhältlich. Wir haben hier einmal so ein Bild drauf gemacht. Wenn ich den Fernseher ausmache, erscheint das Bild. Wenn ich den Fernseher anmache, habe ich ganz normales Fernsehen. Die Geräte gibt es, wie gesagt, in verschiedenen Größen und haben spezifische Besonderheiten. Der Fernseher wird immer mit einer Wandhalterung ausgeliefert. Und da sind wir schon bei dem Punkt der TV-Kaufberatung. Wir haben ja ein TV-Kaufberatungsformular für euch hinterlegt, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und da könnt ihr eintragen, was eure Wünsche sind. Und wir fragen zum Beispiel, ab welche Größe wollt ihr eigentlich haben? Und wichtig ist auch die Aufstellungsart. Wenn der Fernseher an die Wand montiert werden soll, dann gibt es Geräte, die dafür besser oder schlechter geeignet sind. Dieser hier ist dafür natürlich sehr gut geeignet, weil Bilder hängt man ja üblicherweise häufig an die Wand. Es gibt aber auch für den Fernseher anderes Zubehör, was man separat kaufen kann. Zum Beispiel einen Staffeleifuß kann man dazu kaufen. Auf einer beweglichen Wandhalterung, finde ich, geht der Effekt ein wenig verloren. Ich habe hier noch eine Sache, die Samsung als Alleinstellungsmerkmal bisher im Markt hat. Das ist die externe Connection Box. Da hatte ich vorhin auch schon mal von gesprochen. Ich zeige euch die mal. Wir haben die jetzt hier unter unserem Möbel platziert. Und dieses eine Kabel, das ist das Kabel, was nur zum Fernseher geht. Der Fernseher selber hat keinen Anschluss für Strom oder auch für andere Sachen, HDMI, Antenne und so weiter. Das wird alles an dieser Connection Box angeschlossen. Vorteil ist natürlich, dass ich, wenn ich mal etwas nachträglich anschließen möchte, das relativ leicht hinkriege. Und der Fernseher kann dadurch, weil hinten keine Kabel hinter sind oder nur dieses eine dünne Kabel, sehr dicht an der Wand montiert werden. Also für Wandmontage, wenn man den Fernseher unauffällig gestalten möchte, wenn man die Anschlüsse bequem nachträglich entfernen oder wieder hinzufügen möchte, ist der Samsung The Frame mit seiner externen Connection Box mit Sicherheit eine interessante Variante. Und diese externe Connection Box, die gibt es auch bei höherwertigen Fernsehern von Samsung, denn dieser The Frame ist im Prinzip ein Mittelklasse-Gerät. Es ist ein QLED, aber nicht mal ein Neo-QLED. Er hat auch keinen Doppeltuner eingebaut. Der Doppeltuner ist erforderlich, zum Beispiel, wenn ich gleichzeitig etwas anderes gucken möchte, als ich gerade aufnehme, sondern er hat nur einen Single-Tuner verbaut. Und die höherwertigen Geräte von Samsung wären dann zum Beispiel in diesem Jahr die OLED-Modelle. Nur wenige werden sich wahrscheinlich daran erinnern, dass Samsung bereits vor ungefähr 10 Jahren mit OLED-Geräten an den Markt gekommen ist. Leider war es damals nicht sonderlich erfolgreich und Samsung war, glaube ich, auch selber nicht ganz zufrieden mit der Produktqualität, mit der Stabilität, und deswegen haben sie konsequenterweise das Thema OLED erstmal wieder zurückgestellt. Im gleichen Zuge ist LG mit OLED in den Markt gekommen und hat in den Jahren das Produkt OLED oder die Technologie OLED immer weiter nach vorne entwickelt und ist damit sehr erfolgreich gewesen. Andere Partnerfirmen wie zum Beispiel Panasonic, Philips, setzen ja ebenfalls auf OLED-Displays von LG. Und Samsung hat immer gesagt, unsere QLED-Geräte sind im Endergebnis, in der Summe aller Eigenschaften, besser als die OLEDs. Man verwies da unter anderem auf die Helligkeit und auf die Haltbarkeit und andere Sachen. Nun ist es so, dass im Hintergrund Samsung auf jeden Fall weiter am Thema OLED gearbeitet hat und sie haben auf ihre Art und Weise eine eigene OLED-Technologie entwickelt mit dieser Quantum Dot, also QD-Technologie. Wen es interessiert, der kann da gerne nochmal in unseren Informationen nachlesen, wie es technisch genau funktioniert. Letztes Jahr ist Samsung dann wieder mit OLED im Markt gestartet in 55 und 65 Zoll. Und dieses Jahr gibt es gleich zwei neue Serien, die es zusätzlich auch noch in 77 Zoll gibt. Das ist, wie gesagt, einmal die S90-Serie, die bei uns S93 heißt. Und hier ist neben der bekannten Smart Remote unter anderem noch eine zweite Standardfernbedienung im Lieferumfang. Und es gibt eben halt auch noch bessere Ausstattungsdetails, die wir in unserer
Videobeschreibung verlinken. Die 90er-Serie, bei der werden alle Kabel zum Fernsehgerät geführt. Das heißt, das Fernsehgerät ist so, wie man es kennt, komplett mit allen Anschlüssen ausgestattet. Und die S95er-Serie, die ist, wie vorhin bei dem The Frame erklärt, mit einer externen Connection-Box ausgestattet. Dadurch ist die S95er-Serie nochmal deutlich flacher. Sie hat eine glatte Rückseite und kann sehr nahe an der Wand montiert werden. Insgesamt gilt die 95er-Serie auch als Spitzenmodell hinsichtlich Bild- und Tonqualität. Die QD-OLEDs von Samsung zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie weniger Reflexionen haben als normale OLED-Displays und es handelt sich um sehr guten Blickwinkel, sehr großen Farbraum, sehr guten Schwarzwert. Es wird als das Premium-Panel im Markt angesehen. Die Firma Sony, ist ja Partner von Samsung, was die Displays anbelangt und haben in ihren Spitzenmodellen auch sich für das QD OLED-Panel entschieden. Das sagt sicherlich einiges über die Qualität dieser Displays aus. Durch die Sortimentserweiterung um die OLED-Produkte hat jeder Samsung-Interessent jetzt die Möglichkeit, aus dem Vollen zu schöpfen. Es gab früher schon Verfechter von Plasma und LCD, jetzt geht es um OLED oder QLED. Man muss sich nicht mehr entscheiden, nehme ich ein Samsung QLED oder ein OLED von einem anderen Hersteller, sondern man kann halt jetzt Samsung auch in OLED haben, wenn man es möchte. Und ja, Samsung hat viele Argumente für sich. Wir haben jetzt hier zum Beispiel mal als Pluspunkt das sehr große App-Angebot, wo wirklich nahezu jede App auch sehr frühzeitig vorhanden ist, weil logischerweise die Firmen gerne auf einem der marktführenden, meistverkauften Fernseher gleich vertreten sein wollen. Es gibt aber auch andere interessante Sachen rund um den Fernseher, wie zum Beispiel das Thema Smart Things. Samsung ist ja ein Konzern, der viele Bereiche hat, unter anderem ja auch Handys und Tablets. Und so ist das Thema Smart Home immer weiter in den Vordergrund gerückt. In dem vergangenen Jahr musste man noch ein Smart Home Dongle extern an das Gerät anschließen, um den Fernseher als Zentrale für Smart Home zu nutzen. Dieser ist in den 2023er Modellen jetzt eingebaut. Die 2023er OLEDs haben jetzt übrigens auch 144 Hertz Bildwiederholfrequenz im Bereich Gaming dazu bekommen. Das war früher einigen QLED-Modellen vorenthalten. Und so werden die Geräte permanent in Sachen Betriebssystem, in Sachen Bild- und Tonqualität und natürlich auch in Sachen Funktionsumfang weiterentwickelt. Da Samsung so erfolgreich mit den The Frames unterwegs ist, die ja diesen sogenannten Art-Mode, also diesen Bild-Mode haben, haben sie in ihren normalen Modellen einen Ambient-Mode eingebaut. Diesen Ambient-Mode kann man sich konfigurieren mit Hintergründen, die einem gefallen, damit man, wenn man zu Hause ein relativ großes Display prominent an der Wand hat, nicht immer auf ein schwarzes Loch gucken muss, sondern entsprechend eine künstlerische Darstellung auf dem Display aufrufen kann. Hier neben mir sehen wir jetzt die Spitzenbaureihe des 2023er OLED-Sortiments S95. Wie vorhin schon gesagt, ist die ja auch mit einer One-Connect-Box ausgestattet. Die haben wir in unserem schönen Spektralrack hier unten drin platziert für die Anschlüsse. Und anhand dieses Fernsehers würde ich euch gerne noch einige Sachen zeigen, die Samsung-spezifisch sind. Zum Beispiel für die Gelegenheitsgamer eine sehr coole Sache hier im Bereich Spiel. Da kann man eine Xbox simulieren, wenn man es so will. Das heißt, ich brauche einen Controller, ich brauche einen Xbox Game Pass und kann ohne Konsole auf dem Gerät spielen. Wenn zum Beispiel mal der Enkel zu Besuch kommt oder man selber nur hin und wieder Zeit hat, man hat automatisch alle dort verfügbaren Spiele zur Verfügung. Ich bin jetzt hier nicht angemeldet, aber ich hoffe, man kann das sehen. Hier seht ihr mal einen kleinen Überblick, was einen da so erwartet. Also auf jeden Fall eine coole Funktion für alle, die gerne spielen wollen.
Besonderheiten, Funktionen und auch Alleinstellungsmerkmale von Samsung-Fernsehern. Fangen wir mal ganz banal bei der Fernbedienung an. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Die Fernbedienung ist minimiert und hat keine Batterien mehr eingebaut. Auf der Rückseite ist ein Solarpanel. Falls mal das Licht nicht ausreichen sollte, ist auch noch ein USB-C-Anschluss, dass man sie aufladen kann. Man hat eben halt nicht das Problem mit Batterien, die wieder entsorgt werden müssen, gekauft werden müssen. Finde ich eine schöne Idee. Bei den Fernsehern selber ist es so, dass das Zubehörsortiment durchdacht gestaltet ist. Man hat zum Beispiel einen sehr flachen Wandhalter, der vom 43er bis zum 85 Zoll immer der gleiche ist. Man muss nicht überlegen, welchen Wandhalter nehme ich für dieses Modell oder für jenes Modell. Der passt immer und hat einen sehr geringen Wandabstand. Das gefällt mir. Andere Wettbewerber im Markt haben es auch, aber Samsung war meines Wissens sogar der erste. Apple AirPlay 2, obwohl Samsung und Apple ja irgendwo im Markt auch als Konkurrenten auftreten, haben sie doch Verbindungen miteinander. Samsung baut ja vielfach die Displays für die Apple-Handys und hat in seinen Fernsehen Apple TV Plus und auch Apple AirPlay 2 verbaut, sodass eine gute Apple-Konnektivität zur Verfügung steht. Im Bereich Apps zum Beispiel, hatte ich vorhin schon gesagt, ist Samsung immer sehr weit vorne. Wir haben hier unter anderem Google Meet. Google Meet ist ja praktisch ein Video-Chat-App, wo man eine Kamera für braucht. Und Samsung hat die Möglichkeit, eine Kamera als Sonderzubehör zu kaufen, so wie wir es auch bei Sony schon gesehen haben, dass man mit dem Fernseher, mit der ganzen Familie Videotelefonie, Videochats machen kann. Ebenfalls beileibe nicht bei jedem Fernseher vorhanden ist die Sky Q App. Sky hat ja einerseits dieses ehemalige Sky Ticket, das ist das jetzt mit Wow, Sky Wow bezeichnete Programmpaket, und Sky Q ist praktisch ein virtueller Sky Receiver. Auch hier war Samsung schon relativ früh mit an Bord. Man möchte vermeiden, dass die Kunden so viele Geräte und Receiver einstellen müssen, viele Fernbedienungen haben. Das heißt, die Magenta TV-App ist zum Beispiel vorhanden. Ich brauche keine extra Magenta-Box. Apple ist vorhanden. Ich brauche kein extra Apple TV. Sky ist vorhanden. Ich brauche kein extra Sky. Das ist auf jeden Fall ein Mehrwert aus meiner Sicht und ein sehr komplettes Angebot, was Samsung hier dem Kunden zur Verfügung stellt. So wie in den anderen Videos auch, möchte ich nochmal betonen, das soll hier kein Werbevideo für Samsung sein, sondern es soll euch die Möglichkeit geben zu beurteilen, ob ein Samsung-Fernseher für euch in Frage kommt, ob in dem Sortiment etwas dabei ist. Und Samsung hat ein sehr breites Sortiment, das haben wir gerade gesehen, und hat sehr umfangreiche Funktionen. Die Qualität stimmt auch, sonst würden wir uns nicht für die Produkte einsetzen. Aber es gibt natürlich auch immer Kritikpunkte, und ein Kritikpunkt, den wir, glaube ich, schon durch jedes Samsung-Video mit durchschleifen, was schon zum Reizthema geworden ist, was ich auch nicht verstehe, ist, sie bauen kein Dolby Vision ein. Dolby Vision, für die, die es nicht kennen, hat nichts mit Dolby Surround oder sowas zu tun oder Dolby Atmos, sondern das ist ein HDR-Standard, der von einigen Übertragungswegen genutzt wird. Und wenn dieser Standard von dem Fernseher erkannt wird, dann kann er da, sagen wir mal, besonders drauf eingehen. Hier ist es so, als HDR-Standard ist in dem Gerät HDR10 Plus verbaut. Das ist das, sagen wir mal, der Codec, den Samsung präferiert. Und HDR10 Plus ist wiederum bei vielen anderen nicht verbaut. Es gibt aber auch Hersteller wie Philips oder Panasonic, die sowohl HDR10 Plus als auch Dolby Vision verbauen. Was passiert jetzt, wenn ich Content in Dolby Vision auf dem Gerät abspielen will? Es ist nicht so, dass ich das dann nicht sehen könnte oder ähnliches. Es wird wie ein normaler HDR-Content behandelt. Ich habe auch ein ganz normales Bild, sieht auch super aus, aber eben halt auf die von Dolby vorgegebenen Spezifikationen kann nicht eingegangen werden. Und ich denke mal, das ist vermutlich einfach irgendwo ein Lizenzthema. Und ich appelliere nochmal an Samsung in deren eigenen Interesse, dass sie sich da einfach mal einen Ruck geben sollen, weil wir hätten vielleicht den einen oder anderen Fernseher mehr verkaufen können, wenn es drin gewesen wäre. Für mich persönlich ist es kein großes Manko, aber
es steht halt nicht auf der Ausstattungsliste. Zum guten Bild gehört logischerweise auch ein guter Ton. Viele von euch, gerade die, die unseren Kanal gucken, haben ausgefeilte Systeme, was Tonwiedergabe anbelangt und sind auf den Fernsehton gar nicht angewiesen. Aber der eine oder andere sagt, ach, ich bin mehr HiFi und für den Fernseh, für Fernsehwiedergabe reicht mir ein etwas einfacherer Ton. Ich brauche jetzt nicht unbedingt ein richtiges Heimkino. Die Samsung-Fernseher selber, das könnt ihr in den Spezifikationen nachlesen, sind von bis in der Tonqualität ausgestattet. Bei den größeren Modellen gibt sich Samsung hier schon ordentlich Mühe und es ist erstaunlich, was aus so kompakten Abmessungen, wo ich gar nicht weiß, wo die überhaupt noch Platz finden für Lautsprecher, trotzdem aus dem Fernseher rausgeholt werden kann und wie viele Lautsprecher da eigentlich drinstecken. Und wenn man sich dann doch dazu durchringt, eine Soundbar anschließen zu wollen, dann ist es ja eigentlich schade, wenn diese Lautsprecher alle nutzlos im Gerät verbaut sind. Bei den bisherigen Standards war es immer so, in dem Moment, wo ich über HDMI eine Soundbar verbinde, erkennt der Fernseher das und schaltet den eigenen Ton ab. Das muss er machen, damit es keine zum Beispiel Hall-Effekte durch leichten Versatz der Tonwiedergabe gibt. Hier ist es nun so, dass Samsung sich gesagt hat, wir nutzen die Soundbar und ergänzen den Ton mit den Lautsprechern, die im Fernseher verbaut sind. Das nennen die Q-Symphony. Und man kann das leicht erkennen, ob das mit der Soundbar und dem Fernseher geht, indem man eine Soundbar kauft, die ein Q in der Bezeichnung hat. Zum Beispiel HWQ810 als Beispiel. Oder auch die größeren Modelle, die 935er, die 995er, die dann noch zusätzlich mit Surround-Speakern ausgestattet sind. In dem Moment erkennt der Fernseher, dass es diese Samsung-eigene Soundbar ist, synchronisiert die beiden Geräte miteinander und holt dadurch noch eine räumlichere Wiedergabe heraus. Samsung setzt dem Ganzen noch die Spitze auf, indem sie sagen, wir können das sogar ohne das berühmte HDMI-ARC-Kabel. Das heißt, die Verbindung zwischen der Soundbar und dem Fernseher für den Ton kann schnurlos erfolgen. Ich brauche also kein HDMI-Kabel hochlegen. Wenn ich jetzt hinter dem Fernseher alle Anschlüsse habe für Antenne, LAN und meinetwegen Strom und ich habe hier dann auf einem Regal eine Soundbar liegen, müsste ich noch ein Kabel hochziehen bei jedem anderen Anbieter. Das ist hier nicht erforderlich. Finde ich eine sehr gute Idee und toll umgesetzt von Samsung. Als Fazit kann ich ziehen, dass die Samsung-Fernseher nicht ganz ohne Grund in den meisten Kategorien der Marktführer sind oder zumindest nahezu Marktführer sind. Das Sortiment spricht viele Kunden an. Es gibt wenige Sachen, die dagegen sprechen. Wir haben insgesamt ein gutes Bild, wir haben guten Ton, wir haben eine sehr große Modellauswahl, wir haben zeitgemäße Funktionen und wie viele von euch ja auch sicherlich wissen, sind auch die Preise insgesamt recht attraktiv. Dagegen spricht nicht viel. Man muss schon irgendwo versuchen, das Haar in der Suppe zu suchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir das Thema Doppeltuner angucke, so ist Samsung auf jeden Fall besser ausgestattet als meinetwegen Philips im diesjährigen Modelljahr. Ich kann Timeshift machen, ich kann etwas anderes aufnehmen, als ich gerade gucke. Was ich allerdings nicht kann, ist zum Beispiel zwei laufende Fernsehbilder nebeneinander. Wer jetzt zum Beispiel einen älteren Löwe-Fernseher hat mit DR+, der kennt das noch. ARD im kleinen Fenster, ZDF im Großbild nebeneinander. Das geht trotz Doppeltuner bei diesen Geräten nicht. Das sind aber Sachen, die nicht allzu häufig gewünscht sind oder die vielen Leuten nicht so wichtig sind. Wenn ihr genauere Informationen noch zu den Samsung-Fernsehern haben wollt oder eine individuelle Beratung, dann kontaktiert uns gerne per E-Mail oder per Telefon. Ich weise nochmal auf unser TV-Kaufberatungsformular hin, das könnt ihr ausfüllen. Dann geben wir Tipps und Vorschläge, welche Geräte zu euch passen. Und wenn ihr weiterhin bei dieser Serie dabei bleiben wollt und wissen wollt, wenn das nächste Video von uns erscheint, was dann vermutlich zum Thema LG kommen wird, dann aktiviert doch gerne die Glocke und abonniert natürlich unseren Kanal, sofern ihr es noch nicht getan habt.
Ich freue mich, dass ihr dabei geblieben seid bis zum Ende und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.